Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Gear City. Heute haben wir einmal die ganzen neuen Fahrzeuge, bis auf die Luxuslimousine. Der Löwe ist leider noch nicht fertig, der braucht noch 6 Monate. Und zwar machen wir jetzt quasi so ein bisschen einen Hardcut. Alle aktuellen Sachen werden erstmal rausgenommen. Und wir schauen, wie unsere Verkäufe sind. Und wie wir das dann halt so ein bisschen strukturieren. Das ist jetzt gerade alles ein bisschen gar nicht so einfach. Wenn es eine Möglichkeit geben sollte, dass unsere Verkäufe zum Beispiel nicht gut sind oder sowas, werden wir auf jeden Fall natürlich die alten Sachen nochmal weiter produzieren, wenn die Möglichkeit besteht. Wenn allerdings die Möglichkeit nicht besteht, was sehr wahrscheinlich ist, haben wir alle raus? Ja. Dann ist es so, dass wir halt wirklich nur die neuen produzieren, wenn die Möglichkeit nicht besteht. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir es aufteilen werden. Erstmal die Fabriken. Danke. Und zwar würde ich sagen, wenn ich jetzt noch die Größe der Fabriken im Kopf hätte, ne? Wo ich ziemlich sicher bin, ist, dass der Lux sehr gut gehen wird. Von den Materialkosten ist er jetzt auch nicht so teuer. Kommt halt drauf an. Wenn wir das jetzt mal vergleichen, das geht nämlich jetzt noch ganz gut. Mit dem DAX, der hat Materialkosten von 600. Ist allerdings auch schon deutlich schlechter. Ne? Der DAX wurde verkauft, ja, so ein bisschen verhältnismäßig zu günstig. Wenn wir hier sehen, Qualität des Modells, sagen wir bei 49 und der DAX ist gerade mal bei 16. Ne, das ist schon krass im Vergleich zum Vorgänger. Ich würde sagen, in Berlin müssen wir das ja aufteilen. Ich würde tatsächlich sagen, wir teilen das erstmal bei allen gleich auf. Ich nehme mal an, der Diesel wird sich nicht gut verkaufen. Erstmal nicht, weil ja, da die Nachfrage für die Kraftstoffart halt nicht so hoch ist, könntest du uns ja mal gerne mal anschauen. Moment. Kann ich euch das mal zeigen? Also, Benzin ist ganz klar der Trend. Diesel ist zumindest der zweitbeste Kraftstoff, allerdings mit 5%, naja, ich nehme mal an, auch Verkäufe im Vorjahr waren bei glatten 0%. Nehmen wir halt einfach mal an, niemand produziert einen Diesel und daher kann er auch nicht verkauft werden. Ne? Wir sind da quasi die Vorreiter, die Pioniere im Dieselbereich. Ja Mensch, das ist doch mal, was, warte mal, ich guck mal, gibt es echt keinen Diesel? Gott, wenn ich da jetzt alle durchgehe, ne? Sind wir morgen noch dran. Voilà. Dann sehen wir hier irgendwo was mit Benziner? Sehen wir gar nicht, ne? Glück gehabt, da können wir gar nicht nachschauen. Okay, wir sagen jetzt einfach mal, wir sind Pioniere in dem Bereich. Fertig. wo wir mal stehen geblieben? Genau, die Einteilung. Und zwar in Berlin. Wenn ich jetzt auf 5 Produktionslinien gehe, was kann ich maximal produzieren? Okay, nicht so viel. In Stuttgart wäre das, glaube ich, immer nur 5 Produktionslinien. Ah, okay, kacke. Das wäre vielleicht etwas. Aber dafür können wir richtig heftig produzieren. Das wäre vielleicht was für den
Jaguar, dass wir da vielleicht hier auf 4 Produktionslinien gehen und eine Produktionslinie offen lassen für den Diesel. So kann ich mir das jetzt am besten berechnen, quasi in den ganzen Sachen hier, in den ganzen Fabriken. Turin, wie stark ist Turin? Auch 5 Produktionslinien. Berlin ist so auf Berlin-Niveau, nur noch kleiner. Liverpool hat, da habe ich glaube ich eine relativ große gebaut. Relativ viel Kapazität. Ja. Okay. Also wir haben Stuttgart, was relativ groß war. Und wir haben Liverpool. Das andere ist dann ja schon United States. Ja. Okay, das heißt, Berlin, Moment, ich schreibe mir das mal auf, sonst vergesse ich das tatsächlich wieder. Was wir auf jeden Fall wahrscheinlich ausbauen müssen, ist Berlin. Stift, Stift, Kuli. So, Berlin. Ich nehme Kulis, die auch schreiben. Berlin und Turin müssen wir ausbauen. Kann natürlich sein, dass es ein kompletter Reinfall wird, weil wir halt einfach nicht viel verkaufen. Das kann natürlich auch sein. Aber trotzdem müssen wir irgendwann so weit denken, dass wir halt auch große Stückzahlen produzieren können. Und das ist hier nicht gegeben. Jetzt muss ich mal schauen. United States haben wir 5 Produktionslinien. War auch in der Größe nur von Liverpool und Dingens. Hier haben wir wenigstens 7. Allerdings gar nicht so viel produzieren. Boah, in den USA wird es, glaube ich, echt eng werden. In den USA können wir nicht viel verkaufen, außer wir bauen die Fabriken aus oder bauen noch eine zusätzliche. Ja, natürlich auch eine Überlegung, weil da haben wir ja erst 2. Okay. Das Geld hätten wir dazu. Da habe ich natürlich jetzt nicht vorher so wirklich drüber nachgedacht. Das ist natürlich wieder sehr schlau. Okay. Das heißt, der Leopard wird, denke ich mir mal, am meisten verkauft werden, genauso wie der Luchs. Würde ich sagen. Das heißt, Stuttgart wird der Leopard produziert. Und zwar kriegt der 3 Produktionslinien, die allerdings erstmal nur 500 produzieren sollen. Das mache ich bei jedem, damit ich sehen kann, okay, wie ist das Verhältnis und alles Mögliche. So, der kriegt 3 Produktionslinien. Dann bleibt der den Leopard Sport etwas weniger. Wobei ich fast glaube, dass der sich mehr verkaufen wird wie der normale Leopard. Einfach so ein Gefühl. Obwohl von der Qualität her ist der normale besser. Na, okay. Okay, dann haben wir Stuttgart einmal. Dann würde ich sagen, Liverpool bekommt den Lux. Auch mit 500 ungefähr. Nee, kannst ja auch genau machen. So, zuweisen. So, hier werden 500 produziert. Muss ich mal gucken, habe ich das hier auch so gehandhabt? Nee, dann soll es auch überall 500 sein. So.
Dann der Lux Sport. Er kriegt die letzten beiden auch wieder mit 500. So. Der Lux. Der ist etwas besser, auch hier wieder, als der Lux Sport. Aber das ist nicht so schlimm. Nur, dass er halt teurer ist. Ja, mal schauen. Dann haben wir noch offen Turin und Berlin. Daher wir allerdings in Turin deutlich weniger Produktionskapazitäten haben. Und ich glaube, dass der Löwe, der dann später kommt, deutlich weniger produziert werden wird, weil der sehr, sehr teuer werden wird. Werde ich Turin lassen für den Löwen. Und somit Berlin bekommt dann der Jaguar. So, auch hier 500. Gleich eingeben, ne? Der andere gar nicht auf Berechnung gedrückt. Ach, das wird schon nichts ausmachen. So. Und den Jaguar Diesel. Den kriege ich nicht auf 500. Und den werde ich auch erstmal nur auf 200 setzen. Hat seine Gründe. So. Somit hätten wir in Europa alle verteilt. Und jetzt wird es tatsächlich schwierig. Hier muss ich, glaube ich, was tun. Das wird sonst nichts werden. Der Jaguar und der Leopard, würde ich sagen, geht nach Detroit. Wir zumindest 200 produzieren. Was? Nein. Warum nimmt er alle 5 Produktionslinien? Das ist doch völlig dämlich. Okay, irgendwie will er das nicht. Müssen wir es jetzt erstmal so machen. Gleiche ich das am Ende an. So, der Jaguar Diesel bekommt nur eine Produktionslinie. Und davon werden 100 produziert. Hey, das passt sogar diesmal. So, und dann der Leopard. Der bekommt 2. Verdammt, ich kann die 200 treffen. Ah! Das ist echt tricky. Oh. So, haben wir das auch. Und der Leopard Sport. Der bekommt auch 200. Das ist so schön gewesen, ne? Jetzt kann ich den doch bestimmt auf 200 einstellen, oder? Ja, in den USA haben wir zu wenig, definitiv. In den USA brauchen wir mehr Fabriken. So, wir haben den Jaguar, wir haben den Leopard. Jetzt bleibt noch der Lux und dann später der Löwe.
Was heißt? Ja, einmal. Hier kriege ich sie sogar auf 500. Vielleicht wäre die Fabrik sogar besser gewesen für. Für die anderen beiden. Ach komm, was soll's, den mache ich auch auf 500. So. Jetzt müssen wir tatsächlich schauen, wie die Verkäufe laufen dann. Sollte vielleicht auch das alles erst einstellen. Ich würde auch sagen, wir hatten ja so auch immer einen Unterschied gemacht zwischen Europa und USA. Das machen wir jetzt auch nicht. Fangen wir mal wieder mit Lux an. Vergleichen den mal gegen DAX. So. Gesamtstückkosten sind natürlich jetzt hier ein bisschen höher. Die Materialkosten bzw. die Herstellungskosten. Das haben wir natürlich hier noch nicht. Würde den Lux ich würde es mit denen tatsächlich mal mit 4000 probieren. Was haben wir hier sonst noch drin? Okay, die verscherben natürlich auch ihre Klamotten hier. Warum können die so günstig anbieten? Die machen doch hier mega Verluste. Bei der Bewertung können die niemals für so einen Preis das angeben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Verstehe ich hier irgendwas falsch? Wir hätten jetzt, glaube ich, mal kurz durchlesen. Weil, kann sein, dass ich hier gerade auf einem ziemlich falschen Dampfer bin. Und werde hier dann gleich mal einen kleinen Cut machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder zurück. Ich hatte jetzt, wie gesagt, mal einen Cut gemacht. Habe mich jetzt ein bisschen erkundigt, was so die Preise angeht. Ja. Also. Man soll immer so ein bisschen das Pro-Kopf-Einkommen tatsächlich so ein bisschen im Auge behalten. Aber ich sag mal so, also wir sind mit unseren Autos definitiv arschteuer. Es ist leider so. Aber es hat mal beim letzten Mal auch so gehalten und es hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Wir haben immer Gewinne erzielt. Und da will ich jetzt mal so ein bisschen zumindest da in die Richtung ein bisschen günstiger werden. Also wie ich es verstanden habe, das sind die Gesamtstückkosten quasi aufs komplette Unternehmen gerechnet. Wenn man auch andere Fahrzeuge irgendwie mit reinnimmt, so habe ich das rausgelesen. Herstellungskosten betrifft dann nur das eine Fahrzeug. Was jetzt hier allerdings nicht sehr realistisch ist. Und da müssen wir gucken, was dann die Herstellungskosten sind. Beim DAX waren sie relativ hoch. Aber ich würde tatsächlich sagen, wir probieren mal den Lux anzupreisen mit 2000. Einfach aufgrund dessen wegen den Pro-Kopf-Einnahmen. Dann werde ich mal sehen, ob wir hier Gewinne erzielen. Denn wenn wir das Pro-Kopf-Einnahmen
Einkommen dann mit zurande ziehen, müssen wir auch in der Lage sein, 1000, 2000 Autos zu produzieren. Und da sehe ich doch arge Zweifel. Da müssen wir unsere ganzen Fabriken ausbauen. Und das würde ich jetzt auch mal angehen, weil ich will schon so ein bisschen in Richtung Massenproduktion gehen. Und damit wir da wirklich größere Fabriken haben. Also so das nächste Ziel wäre dann vielleicht Stückzahlen von 4.000 bis 5.000 zu machen tatsächlich. Weil klar, dann verkaufen wir auch mehr. Und das wäre so das Ziel. Hier würde ich tatsächlich 2.000 erstmal in Angriff nehmen. Aber hier müssen wir echt gucken, ob wir hier mit wirklich Gewinne erzielen. Weil wenn nicht, dann bringt es auch nichts. Ich biete mein Auto jetzt nicht für 1.000 oder 600 an, wenn wir damit pro Auto dann, keine Ahnung, 1.000 Dollar Verlust machen. Wobei es auch krass ist, der DAX ist massiv schlechter als der Lux. Und nee, komm, dann machen wir den wenigstens auf 2.300. Weil das ist sonst ein bisschen unrealistisch, finde ich. Den auf 2.7, ja, das passt. Alle übernehmen. Alle übernehmen. So. Dann gehen wir zum nächsten, zum Leopard. Und der wird schon ein bisschen teurer werden, tatsächlich. Weil ich 3.4 eigentlich für relativ teuer halte schon. Im Vergleich jetzt, wenn man hier den Look sieht, mit Materialkosten nimmt, ich den eher bei 3.000. Ja, wir sind besser, definitiv besser als der Holden. Und sowieso besser als der Düsenwerk. Aber sind halt auch deutlich teurer, ne? Oder ich mache hier. Probier es einfach mal. Wir sehen es ja dann in den Verkäufen. Wir machen hier mal 3.5. Und hier 3.9. Ich will den jetzt auch für alle übernehmen. So. Das sind quasi unsere alten Schätzchen. Und dann haben wir noch den Kombi. Der in der Herstellung eigentlich günstiger ist als der Leopard. Aber mache ich ein Kombi wirklich günstiger als eine Limousine? Das macht keinen Sinn. Mache ich ihn zumindest preisgleich. Kann ja sein, dass wir da sowieso nochmal anpassen müssen. Und den Diesel. Sinnloserweise günstiger. Ich mache den Preis gleich. Ja, komm, ich mache ihn günstiger. Machen wir hier 3.3. So, jetzt sollten die ja eigentlich alle übernommen worden sein. Welche ich gerne rausnehmen würde, dann sind die hier. Aber ich habe ja da noch ein bisschen was auf Lager, deswegen verschenken will ich sie natürlich auch nicht. Die werden einfach nicht mehr produziert.
Ah, der Panther 2, der hat schon echt geilen Gewinn gemacht, ne? Obwohl er, wie man hier sieht, wirklich sich auch absetzt mit dem Preis. Also ich bin der Meinung, wir können eigentlich die anderen auch teurer machen. Da müssen wir echt mal schauen. Die Bewertung ist schon deutlich besser als bei den ganzen anderen. Lassen wir uns mal überraschen, ob wir jetzt direkt in die Pleite steuern. Entwicklung abgeschlossen, ja. Neue Konkurrenz. Oh, VW. Und Toyota. Japan wäre vielleicht auch noch so ein Markt, wo man rübergehen könnte. Ich werde jetzt erstmal den Fabrikbau nicht angehen. Ich will jetzt erstmal gucken, wie es sich finanziell verhält, ob wir hier eine Riesenkrise steuern. In einem Monat gehen wir mal noch vor. Dann machen wir wieder einen Cut. So, jetzt wird's. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, ne? Aber wir machen es einfach mal. Okay, schauen wir uns mal durch. Klar, die wurden nochmal verkauft. So. Krass. Wir haben zwar hier auch Lagerbestände, allerdings, boah, der Lux könnte richtig gut werden. Klar, den hatte ich ja auch günstig angeboten. Habe ich vielleicht sogar zu günstig angeboten. So. In Amerika haben wir auf jeden Fall einen Lagerbestand. Da sind die ganzen Dinger nicht weggegangen, die 500. Ich würde sagen, die Auswertung, das wird jetzt noch mal ein bisschen dauern. Die Auswertung machen wir dann in der nächsten Folge. Climbing. In der Limousine. Mal gucken, ne? Wir machen auf jeden Fall jetzt hier einen Cut. Und Auswertung und wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge, ja klar. Die Folgen möchte ich jetzt auch gerne so strukturieren, wie sie jetzt sind, quasi, wie ich sie freigegeben habe. Also immer dienstags und immer samstags. Also eins auch mal am Wochenende. Das ist, glaube ich, auch ganz gut für euch. Und es wird 2 Folgen geben, weil ich werde auf jeden Fall heute ordentlich Folgen produzieren. Und wenn ich an einem Tag so 6, 7, 8 Folgen schaffe, schaffe ich an einem anderen Tag davon auch noch mal so viel. Also das Gear City Let's Play ist sowieso mit gerettet. da könnt ihr euch auch viele neue Folgen gefasst machen. Ja, und dann bedanke ich mich am Ende noch recht herzlich fürs Zuschauen. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr Abo da lasst. Oder euch auch in den Kommentaren verewigt. Ich reagiere eigentlich immer drauf, auf jeden Kommentar bisher. Also von daher könnt ihr mir auch gern schreiben. Ja, und dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.